Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit den Lilien vom SV Darmstadt 98. Zweite Bundesliga, Spieltag Nummer 4. Wie ihr höchstwahrscheinlich schon in der Videobeschreibung bzw. im Videotitel sehen könnt, wir empfangen heute im zweiten Heimspiel der Saison den VfL Bochum. Eine echte Fahrstuhlmannschaft zwischen Liga 1 und Liga 2, wobei mittlerweile sind die Bochumer schon etwas länger in der zweiten Liga, oder? 4, 5 Jahre, vielleicht sogar noch länger, sind es bestimmt schon her, als die Ruhrpotter zuletzt in der Fußball-Bundesliga waren. Aber auch halb so wichtig, wir spielen zum ersten Mal an einem Bundesliga-Sonntag und das heißt mittags, 13.30 Uhr im Stadion am Böllenfalltor bei heiterem Wetter. Zum Glück. Die ersten drei Spieltage liefen ja nicht unbedingt so erfolgreich und heute kommt es echt zu einem echten Krisenduell zwischen Darmstadt und Bochum. Beide Mannschaften haben erst einen einzigen Zähler nach drei Spieltagen auf ihrem Konto. Ein Parallelspiel gibt es heute zwischen dem FSV Frankfurt und den bislang noch Tor- und Torlos nicht, aber den punktlosen Löwen von 1860 München. Aber schnell zurück zu unserem Spiel. Ich habe auf einigen Positionen mal wieder umgestellt. Irgendwas musste ich ja verändern. Insgesamt 4 neue Spieler mit dabei, unter anderem im Tor. Martini hat ein kleines Formtief, deswegen steht heute zwischen den Pfosten Patrick Platins, der etwas erfahrenere Torwart mit seinen 31 Jahren, wird hoffentlich für ein bisschen Rückendeckung und Sicherheit in der Innenverteidigung sorgen. Zudem Daniel Jungwirth, der ehemalige Bochumer, zurück in der Startelf anstelle von Jerome Gondorf, Maurice Exlager neu im Team auf der rechten Seite anstelle von Nkudo und zu guter Letzt die vielleicht noch größte Überraschung, wobei so eine große Überraschung wird es wahrscheinlich nicht sein, denn wer die ersten drei Spiele gesehen hat, hat gesehen, dass Dominik Strohengel nicht in Form ist und so der klassische Mittelstürmer in unserem Spiel bislang noch gar nicht so gebraucht wurde. Deswegen wird der andere Stürmertyp, der kleine quirlige Marco Seiler, ihn im Sturmzentrum ersetzen. Ich muss irgendwas probieren und deswegen warum nicht jetzt. Dietmar Schönlebe, übrigens heute der Unparteiische. Hoffen wir mal, dass er unparteiisch ist. Ah, jetzt wieder das Flankenspiel mit Marco Seiler. Die erste Scheibe, die trifft man eigentlich ganz gut. Die zweite ist jetzt auch nicht so unbedingt das Problem, obwohl die ein bisschen schneller ist. Verdammt, zu schnell. Egal, aber darum geht es nicht. Das überspringen wir gekonnt und schalten direkt ins Stadion am Böllenfalltor. Zwischen den SV Darmstadt und den VfL Bochum. Echt Traditionsvereine. 98 Darmstadt gegründet, Bochum sogar noch 50 Jahre älter. 1848. Ein bisschen Stadionatmosphäre genießen am helllichten Tag. Bislang spielt mir immer unter Flutlicht. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen Glück, dass uns in den ersten drei Spielen alles andere als zum Teil wurde. Vor allem im letzten Spiel gegen den K2SC bei der 0:2 Niederlage im Wildparkstadion. Der Elfmeter, der zum 0:2 führte, war doch etwas zumindest diskussionswürdig. Strohengel also nur auf der Bank, genau wie Ivana. Steinmann auch ebenfalls mal wieder mit in der Reserve. Azugi findet heute keinen Platz im Kader. Und natürlich ganz fair play Shake Hands. Werfen wir nochmal auf die Aufstellung des VfL Bochum schauen. Mit einer Viererkette Selotzi rechts hinten, Butcher, Schimonek, Pertl, Weiß, Latzer, Kasaka, Gregoritsch und vorne zwei echte brandgefährliche Stürmer Stanislav, Szczesztak und Simone. Also Simone? Nein, er hat keinen weiblichen Vornamen. Simon Terodde, der im Relive momentan die Torschützenliste in der zweiten Liga anführt. Zwei brandgefährliche Stürmer. Mal schauen, wie er hier, Kapitän Sudo und die Verteidigung damit zurechtkommen. Und ich denke, der Schiedsrichter wird auch nochmal vorgestellt. Der ist auch schon Leiter der Partie, ist Dietmar Schönlebe. Hat mir bislang im FIFA 15 Let's Play noch nicht als Referee gehabt. Und ich glaube, die schwarzen Bochumer stoßen an. Die schwarz gekleideten Bochumer natürlich.
Von rechts nach links im Durchgang Nummer 1, zweite Liga, Spieltag 4, auf geht's. Und vor allem in der Offensive müssen wir für mehr Gefahr sorgen. Erst zwei Tore, beide durch ihn hier, durch Gianluca, so heißt er, Della Fiore am zweiten Spieltag, beide erzielt gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Das ist Behrens mit dem Traumpass auf Della Fiore, aber den verzieht er, der Mann mit der 32, der Jogging hinten draufstehen hat. Aber da fehlten dann doch einige Meter. Dennoch erste gute Aktion, schnell nach vorne gespielt. Kurzer Abschlag, Abstoß auf Tom Pertl mit dem Pass in die Spitze auf Šešták. Der war allerdings gleich mal in Abseitsposition. Der ehemalige slowakische Nationalstürmer, der ja zurückgekommen ist vom VfL Bochum, hatte ja schon mal vor einigen Jahren ebenfalls in der Bundesliga damals noch für den VfL gekickt. Mal gucken, ob der kurz ankommt. Er kommt an auf Marco Seider. Maurice Exlager schnell, aber nicht schnell genug. Gregoritsch stellt noch gut seinen Körper dazwischen. Der Einwurf war riskant, aber Exlager kommt nicht ran. Šimonek, Ballgewinn durch Seider. Das ist auch eine große Stärke des Mittelstürmers, dass er mit nach hinten arbeitet. Behrens Pass kommt nicht durch zu Della Fiore, schade. Bochum befreit sich das erste Mal ganz gut. Tobias Weiß, der ehemalige Hoffenheimer, stand ja auch sogar mal im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Tobias Weiß. Pertl, der ehemalige Braunschweiger. Šimonek, Šešták, Tobias Weiß. Gut gemacht von Maurice Exlager. Erstmal zurück zum neuen Keeper Patrick Platins. Behrens lässt durch, Della Fiore, jetzt viel Platz für Kempe. Della Fiore ist mitgelaufen, Kempe, Flanke nicht so schlecht, die ist sogar gut. Und so steht es, 1-0 und natürlich, es ist der Mann mit der 32, Gianluca Della Fiore, Flanke Kempe und er kann sogar köpfen. Das ist ein Talent, das kannten wir gar nicht von ihm. Keine Chance für Lute. M-Tor, perfekter Kopfball. Da kann sich Lute strecken, wie er möchte. Darmstadt führt das erste Mal in der aktuellen Zweitligasaison mit 1-0. Saisontor Nummer 3. Und allein daran merkt man schon, wie wichtig dieser Junge für uns ist und vor allem noch werden kann. 1-0 Führung, 12. Minute, endlich mal nicht in Rückstand geraten und das sollte doch Selbstvertrauen geben. Bislang alles richtig gemacht, aber das Spiel ist noch lange, lange zu spielen. Jungwirth, auch ein ehemaliger Bochumer, genau wie Jan Diamera, unser Rechtsverteidiger, der ist ja vom VfL Bochum aktuell ausgeliehen mit einer Kaufoption in Höhe von 400.000 Euro. Pertl dribbelt sich hier erstmal ein bisschen durch. Dani Latza mit dem Ball in die Spitze. Kempe zurück zu Platins. Und der erstmal mit dem Befreiungsschlag. Der Fiore geht nicht zum Kopfball hoch. Auch Hanno Behrens, ein ehemaliger Bochumer, der von 2011 bis 2012 im Ruhrpott gekickt hat, aber dann zum SV Darmstadt wechselte. Pertl, der ist sehr auffällig, der Linksverteidiger. Flanke in den Strafraum, Sulu. Della Fiore bleibt da blöderweise stehen, aber Behrens mal wieder mit einem gewonnenen Zweikampf. Rechts ist Platz für Maurice Exlager. Mit dem Ball in die Spitze, war vielleicht ein bisschen zu früh. Behrens auch nicht optimal in die Spitze gelaufen. Ist auch eigentlich nicht seine Aufgabe. Jungwirth. Ach, das war doch Ball gespielt, Junge. Aber auf Freistoß entschieden. Für Terodde, der lässt den Ball aber liegen. Und so können er und seine Mitkollegen, seine Mitstreiter sich nach vorne orientieren. Während Heiko Butscher den Freistoß ausführt, der Innenverteidiger. Wow, und da ist, glaube ich, Jungwirth da am Ball vorbei gesegelt. Aber kein Problem, der Ball geht direkt in die Hände von Platins. Diamera auf Exlager. Diamera, schön gespielt, Jungwirth, Exlager, hat jetzt viel Platz. Maurice Exlager, was macht er?
Ah, flankt hinein, nochmal Eckslager, versucht es zumindest und holt dann fast noch das Optimum raus, nämlich einen Eckstoß. Werden wir hier nochmal Della Fiore im Bild sehen. Drittes Tor in der zweiten Liga für den SV Darmstadt, das dritte erzielt von ihm. 17 Jahre jung, man muss es immer mal wieder erwähnen. Und jetzt die erste gute Standardsituation für die Gastgeber. Einer soll mal wieder am kurzen Pfosten laufen. Das gelingt gut, aber wieder gut abgewehrt. Holland. Oh, mit der Grätsche kommt er nicht zurecht. So, Konterchance über Terodde. Und der ist relativ schnell. Aber Darmstadt wieder rechtzeitig nach hinten orientiert. Aber Bochum bleibt trotzdem am Ball. Mit Cestak. Das ist Tasaka, der Japaner. Stefano Celozzi, der ehemalige Karlsruher und Frankfurter mit der Flanke. Eckslager, gut dazwischen. Aber warum geht da keiner von den beiden Stürmern zum Ball? Della Fiora als auch Seiler bleiben blöderweise stehen. Keine Abseits... Doch, ich wollte schon sagen, doch Abseitsposition. Der Linienrichter hat die Fahne erst gar nicht gehoben. Aber es war relativ eindeutig, zwei Bochumer bei der Flanke im Abseits. Und Behrens fordert hier gleich den Ball. Oh, aber was war das denn von Behrens? Holy, holy. Was für ein Aussetzer des defensiven Mittelfeldspielers. Wenn er den Ball fordert, soll er ihn auch annehmen. So die Riesenchance zum Ausgleich. Und da hatten wir mächtig Glück, dass der Schuss von Šestak knapp am Tor von Platin vorbeigeflogen ist. Diesmal die lange Variante. Auch wenn uns diesmal der lange Mittelstürmer vorne drin fehlt mit Dominik Strohengel. Bochum kommt besser ins Spiel. Tasaka. Pass in die Spitze. Nochmal zurückgelegt. Foul, aber Vorteil für den VfL. Holland. Nicht nah genug am Gegenspieler. Und so die nächste Chance für den VfL. Patrick Platins mit seiner ersten Parade. Zulu und Bregeri gegen einen Bochumer Stürmer schaffen es nicht, ihn da am Kopfball zu hindern. So die erste Ecke für den VfL. Tobias Weiß steht bereit. Bringt den Ball hinein. Platins. Ja, wo ist Platins? Schön übrigens auch, dass er ein schwarzes Torwarttrikot trägt, so dass man ihn von den Bochumern Gegenspielern nicht unterscheiden kann. 1:1, 38. Nach einer Standardsituation, nach einem Eckstoß. Schauen wir nochmal drauf. Wo ist Platins? Irgendwo, im Nirgendwo. Und warum muss der Eckslager ins Kopfballduell? Gegen die Rücknummer 11, gegen Michael Gregoritsch, der sein erstes Saisontor erzielt. Wie gewonnen, so Zaron. Und jetzt fängt es wieder bei 0 an. 1:1. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Und der nächste Fehlpass von Behrens. Was ist mit ihm denn heute los? Der ist völlig von der Rolle. Bislang so stark agiert, aber heute mit einigen Leichtsinnsfedern. Eckslager, die Ramera. Eckslager läuft in Position, aber da sollte der Ball eigentlich nicht hin. Da sollte er hin, auf Maurice Eckslager. Gegen Pertl. Vorbei, am Linksverteidiger. Eckslager. Flanke nicht schlecht, aber diesmal gewinnt das Kopfballduell nicht Della Fiore. Kann man auch nicht jedes Mal von ihm verlangen. Jungwirth. Kempe. Oh, Holland. Leichte Orientierungsschwierigkeiten. Kempe versucht da durchzustecken von Marco Seiler, der sich sehr häufig fallen lässt. Ähnlich wie Dominik Strohengel. Bei ihm macht es aber ein bisschen mehr Sinn, da er schneller ist als Strohengel, der ja eigentlich ein reiner Strafraumstürmer ist. Habe ich aber schon x-mal erzählt. Kein Abseits. Und die Riesenchance für Della Fiore. Aber Lute kann da gerade noch seinen Oberkörper dazwischen bringen. Ehrlich gesagt dachte ich, das wäre abseits. Hab schon fast abgeschaltet, aber so gibt's nochmal
Die Ecke. Und diesmal machen wir wieder den kurzen Pfosten. Kempe bringt den Ball hinein. Aber Lute macht's besser als sein Gegenüber Patrick Platins. Die Torhüter, die bleiben ein Diskussionsthema. Nicht nur im Darmstadt, sondern allgemein in FIFA. Gregoritsch, der Torschütze. Pertl. Terodde. Weiß gegen Behrens und der mit dem Foulspiel. Und das passt zu seiner heutigen Leistung. Kanno Behrens mit der gelben Karte. Er ist die zweite für Darmstadt in der laufenden Saison. Trifft Tobias Weiß, ganz klar. Trifft nicht den Ball, ob man da jetzt gelb geben muss. Sei mal dahingestellt, aber so gibt's in der Nachspielzeit nochmal die nächste Standardsituation für den VfL. Pertl, der Linksfuß, steht da. Und der knallt den Ball ins Tor. Keine Ahnung, wo der Schiedsrichter die Nachspielzeit hergenommen hat. Waren schon gefühlte 5 Minuten. Und in der Zeit, durch zwei Standardsituationen, geht der VfL Bochum in Führung und dreht dieses Spiel. Eigentlich gar nicht so gut geschossen. Kommt noch relativ zentral auf Platins zu. Aber ich habe es ja gerade angesprochen, die Torhüter in FIFA 15, die kann man wirklich zum Teil in der Pfeife rauchen. Ich glaube, der springt da sogar fast noch vom Ball weg, statt versuchen, ihn zu halten. Und natürlich war das die letzte Aktion Halbzeit in Darmstadt. Es ging gut los, Führungstreffer durch Della Fiore, aber dann zwei Standardsituationen, die das Spiel zugunsten des VfL Bochum drehen. 60 München führt 1:0 zur Pause in Frankfurt. Aber wir sehen Bochum sogar etwas überlegen von der Statistik her. Da müssen wir unbedingt etwas tun. Und ich werde Dominik Strohengel in die Partie bringen, denn von Marco Seiler war jetzt nicht allzu viel zu sehen. Wir müssen mal wieder reagieren. Irgendwas müssen wir tun. Ich muss ja auch ein bisschen durchprobieren. Die Mannschaft hat sich noch nicht ganz gefunden. Ich weiß noch nicht, wo wer welche Stärken und Schwächen hat. Das müssen wir natürlich erstmal im Verlaufe dieser Saison herausfinden. Jungwirth. Keine Anspielstation für ihn. Ruhiger Spielaufbau. Jungwirth, Behrens und der mit seinem nächsten Fehlpass. Hoppala. Ich wollte nicht Select, sondern Start drücken. Und ich denke, ich werde auch Hanno Behrens rausnehmen und gegen Jerome Gondorf ersetzen. Hätte ich vielleicht schon in der Halbzeitpause machen sollen. Šešták mit dem Fehlpass. Zulu dazwischen. Ach, und Strohengel läuft dagegen Heiko Butscher, der ihm nicht vorbeilässt. Danny Lazar. Schön gespielt von Bochum. Gregoritsch. Und da ist eine Lücke, in die Terodde stößt. Mal wieder überhaupt keine Abstimmung dazwischen. Sudo und Brigerie. Fabian Holland rückt zu spät nach innen. Kann deswegen Terodde nicht mehr am Schuss hindern. Und so der zweite Wechsel Anfang der zweiten Hälfte. Jerome Gondorf jetzt im Spiel. Platins. Holland, Gondorf gleich mit dem ersten Ballkontakt. Jungwirth. Wir werden gleich mal ein bisschen offensiver agieren. Strohengel steckt durch zu Exlager. Der bringt die Flanke erst im zweiten Versuch. Nein, auch da wird er sogar noch geblockt. Jungwirth, oh, fast in den Lauf von Terodde gespielt. Zum Glück hat Gundorf da aufgepasst. Kempe. Keine Anspielstation. Wohin? Jungwirth. Das war eine gute Idee, Exlager. Allerdings im Abseits. Deswegen die Torchance für den Allerwertesten, Maurice Exlager. Trotzdem gute Idee hier. Und das war eher gleiche Höhe. Denn im Moment des Abspiels war Exlager noch auf gleicher Höhe. Da wurde die Zeit nicht optimal gestoppt. Also es bleibt dabei. Das zieht sich wie so ein roter Faden bislang durch die Anfangssaison. Glück haben wir
alles andere als mit den Schiedsrichterentscheidungen. Vielleicht gleicht sich das irgendwann ja nochmal aus. Das ist Pertl. Diamera kommt nicht dran. Muss jetzt Tatsaka hinterher. Und klärt zunächst zum Einwurf. Guter Zweikampf von Jungwirth, den Pass da abfängt. Terodde, schöner Einsatz. Wohndorf kommt nicht dran. Genauso wenig wie Sulu. Bochum hält den Ball ganz clever. Wir kommen heute nicht in die Zweikämpfe. Selotzi, der Rechtsverteidiger, vorbei an Holland. Stefano Selotzi abgefangen. Und jetzt vielleicht mal die Konterchance. Della Fiore, wenn was geht, dann wohl über ihn. Strohengel. Aber zu wenig Unterstützung da. Jungwirth, kein Abseits. Della Fiore, alleine vor Lute. Aber er bringt den Ball erneut nicht unter. Und was macht Diamera denn da? Holla die Waldfee. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Bochum wird wechseln. 64. Minute. Nein, 66. Minute. Ich kann nicht mehr mal die Zeit lesen. Zahirovic kommt. Junger Nachwuchsakteur fürs zentrale Mittelfeld. Da ist er gleich am Ball. Spielzug Gregoritsch. Ich habe mir das Spiel wirklich schwer vorgestellt. Natürlich vor allem auf den Schwierigkeitsgrad Legende, aber dass es so schwierig wird. Naja, ihr habt es euch ausgesucht. Ich habe es bestätigt. Und jetzt müssen wir hier wirklich die schwere Aufgabe mit dem SV Darmstadt überstehen. Bohndorf. Jerome Bohndorf. Aber zu wenig Bewegung einfach da vorne. Rechts ist jetzt vielleicht ein bisschen Platz. Aber das Anspiel auch suboptimal. Diamera, der ist heute auch irgendwie völlig konfus. Die Leihgabe des VfL. Diamera wieder. Bohndorf. Strohengel. Will da durchstecken, aber da hätte er es vielleicht selber probieren sollen. Bohndorf geht drauf. So der Befreiungsschlag im Seitenaus der Gäste aus Bochum. Kempe. Weiter Einwurf, aber da habe ich gedacht, er kommt vielleicht ein bisschen weiter. Denkste. Aber er kriegt gleich die nächste Chance, den Einwurf besser auszuführen. Schafft er sogar, bringt den Ball zu einem Mitspieler in Person von Bohndorf. Diamera. Bohndorf. Strohengel. Nee. Also bei Strohengel bleibe ich dabei. Der ist völlig außer Form. Bochum hält den Ball lange in den eigenen Reihen, spielt noch hinten rum. Irgendwann müssen wir mal noch offensiver spielen. Wir haben nur noch gute 10 Minuten. Was ist jetzt? Finde ich ein bisschen blöd, dass die Pfiffe vom Schiedsrichter so leise sind. Da hört man zum Teil die Pfiffe gar nicht. Abseitsposition war es. Deswegen die Spielunterbrechung. Jungwirth. Strohengel. Della Fiore. Bochum mit Mann und Maus hinten drin. Wo ist die Lücke? Della Fiore. Jungwirth. Dann kommt die Grätsche. Ball noch in unseren Reihen. Holland. Der läuft aber auch nicht den Flügel entlang. Ich glaube, es war abseits, ja. Eigentlich wollte ich auch zurück zu Holland spielen, aber FIFA hatte wieder was anderes vor. So langsam macht sich wieder etwas Verzweiflung breit, ähnlich wie in FIFA 14. Obwohl ich sagen muss, mir macht das Spiel Spaß, aber wir kommen einfach nicht häufig zum Abschluss. Und was macht denn Strohengel da? Der hat ja ein Reaktionsvermögen einer Schildkröte. Strohengel bekommt auch nicht den Ball. Holy shit, da schenkt uns Bochum hier fast die Riesenchance. Und Strohengel macht nichts draus. Ja, geht doch mal einer drauf, Leute. Bochum schiebt sich da die Kugel gemütlich hin und her. Das ist ja unfassbar. Ja, meine Fresse. Das ist ja ganz schwach. Dieser Auftritt von Darmstadt heute. Das schwächste Saisonspiel. Kein Abseits von Šešták.
Der hält den Ball. Ja, und geht natürlich jetzt Richtung Eckfahne. Was machen die da? Also, da verzweifle ich gleich schon fast. Das war schon fast lächerlich, was die beiden Verteidiger da gerade eben getan haben. Und das nennt ihr volle Offensive, Leute. Die Nachspielzeit beträgt nur 3 Minuten. Strohengel bekommt das Foul. Exlager, weiter geht's. Diamera. Mit dem Ball auf Exlager. Aber geklärt von Pertl. Es gibt noch einmal Einwurf. Ein zweiter Ball im Spiel. Aber wir dürfen weiterspielen. Krass. Exlager. Was ist jetzt? Was macht Exlager denn? Leute, was ist denn das? Ja, spiel den Ball doch mal weg. Was ist denn da los? Und natürlich steht da kein Mensch bei Šešták. Leute, das ist mit Abstand der schwächste Saisonauftritt. In der aktuellen Saison, jetzt wird Exlager nochmal zu Boden gebracht. Es gibt noch einmal Freistoß. Und die gelbe Karte für Michael Gregoritsch, den Torschützen des 1:1. Eine Chance noch. Vielleicht haben wir noch was Kopfballstarkes. Wobei, ich glaube, wir haben schon dreimal gewechselt, oder? Nee, haben wir nicht. Wir könnten noch einmal wechseln. Joy G kommt in die Partie für Jungwirth. Noch etwas Kopfballstarkes mit nach vorne. Für die letzte Aktion in dieser Partie. So, und der Schiedsrichter wartet, bis Joy G sich da umgezogen hat oder was? Ich würde gerne weitermachen. Da ist er dann auch schon. Der Mann aus Kamerun orientiert sich natürlich gleich mit nach vorne hoffentlich. Oder auch nicht. Ich kann auch einen Spieler zum Empfangen wählen. Ich wähle mal Strohengel. Und Exlager wird den Ball hereinbringen. Das ist das Tor! Das ist ja unfassbar. Und man darf natürlich erraten, wer es erzielt hat. Mit Köpfchen Gianluca Della Fiore. Die letzte Aktion in diesem Fußballspiel. Kopfballkerze, Innenpfosten und endlich, endlich haben wir mal Glück. Joy Gui war noch da mit dabei. Aber das Tor erzielt natürlich Della Fiore. Mit Köpfchen, Doppelkopf. Das ist ja unfassbar. 2:2. Fast das identische Spiel wie am zweiten Spieltag gegen Düsseldorf, wo er in der 88. Minute zum Ausgleich zum 2:2 traf. Diesmal in der Nachspielzeit gegen den VfL Bochum. Und das war die letzte Aktion. Am Ende doch nicht verloren. Durch einen erneut späten Treffer. Diesmal sogar in der Nachspielzeit. Durch Della Fiore, durch eine Standardsituation, wobei man sagen muss, aus dem Spiel waren die Bochumer jetzt auch nicht so gefährlich. Die beiden Tore waren ebenfalls nach Standardsituation. Aber was noch umso sensationeller ist, sind 2 Kopfballtreffer vom kleinen Deutsch-Italiener. Das ist ja unfassbar. Die Highlights dieser Partie, zwar wieder kein Dreier, aber dieser späte Ausgleich ist ja fast wie ein Sieg. Hier die Führung durch Della Fiores ersten Streich mit dem Kopf. Dominik Strohengel freut sich, auch wenn er heute zunächst draußen war. Der krisengebeutete Torjäger. Das war die Riesenchance für Šešták nach dem Patzer von Hanno Behrens, der heute völlig von der Rolle war. Dann die nächste Chance für Gregoritsch, der hier Platin zu einer Parade zwingt, der sogar durch den Pfosten hindurch geht. Der ist so stark, der haut einfach selbst den Torpfosten weg. Dem ist alles egal. Aber die anschließende Ecke, da sah Platins nicht gut aus. Exlager verliert das Duell gegen Gregoritsch, der dann zum 1:1 hineinköpfte. Dann kurze Zeit später intensive Zweikämpfe, Sudo gegen Šešták und dann das vermeintliche Foul von Behrens. Na, kann man wohl pfeifen. Wurde mit Gelb geahndet.
Nach dem Foul an Tobias Weiß, er verstand die Welt nicht mehr. Und ich glaube, er jetzt hätte ihn noch, oder er hätte das Foul sein gelassen, hätte er gewusst, dass Tom Pertl diesen Freistoß fast in die Tormitte hämmert. Auch sicherlich nicht unhaltbar. Nächste Chance für Terodde. Von den beiden Stürmern heute nicht so viel zu sehen in Sachen Torgefahr. Aber auch Darmstadt hatte Möglichkeiten, vor allem Della Fiore. Dann zweimal alleine vor Lute, der allerdings zweimal sehr gut herausgelaufen und verhinderte so den Einschlag. Noch mehr Zweikämpfe, ein intensives Spiel. Bochum stellte sich nur noch hinten rein, verwaltete das 2:1. Dann das Foul von Gregoritsch, auch so ein Mann des Spiels sozusagen. Tor erzielt und dann den Freistoß zum 2:2 verursacht. Exlager mit einer tollen Flanke und Della Fiore schlussendlich mit dem glücklichen 2:2, was aber allerdings auch absolut leistungsgerecht war. Wir haben ja zwei Kämpfe gewonnen, Bochum minimal mehr Ballbesitz und Darmstadt sogar mehr Torschüsse aufgrund der guten zweiten Halbzeit. Wer Spieler des Tages ist, müssen wir glaube ich nicht fragen, natürlich ist es Della Fiore. Darmstadt hat bislang 4 Tore in der laufenden Saison erzielt, alle 4 natürlich vom Gianluca Della Fiore. Kempe und Exlager lieferten die Vorlagen. Gucken wir nochmal kurz auf die Noten. Jorgen nicht mehr bewertet, das war klar. Strohengel nur eine 5,5. Brecherie nur eine 4,9. Platin ist immerhin noch eine 6,4, wobei er bei beiden Toren nicht gerade gut aussah. Behrens heute sehr schwach, nach zuletzt sehr starken Auftritten am Anfang der Saison. 60 München holt den ersten Dreier. Zieht damit an uns auf jeden Fall in der Tabelle vorbei. Die können wir uns gleich nochmal anschauen nach den Montagsspielen. Akteure der Woche können wir uns auch nochmal eben anschauen. Lautern gewinnt gegen Karlsruhe 2:0. Und die Elf des Tages besteht ja fast nur aus Lauterern und Nürnbergern. Schäfer, Bulthuis, Orban, Benjamin Gorka, den wir nach Kaiserslautern verkauft haben. Schulze, Candias, Kreiler von Union Berlin, Sanchez von 60 München, Matmur, Silvestre aus Nürnberg und Della Fiore ist zum ersten Mal für die Elf des Spieltages nominiert worden. Sehr schön, nach seinem Doppelpack im heutigen Spiel hat er sich auch verdient. Dennoch sinken wir in der Tabelle. Auch der erste FC Heidenheim hat den ersten Punkt geholt. Trotzdem noch Tabellenletzter, Bochum 17. Wir auf Tabellenplatz 16. Fürth und Nürnberg, ja natürlich die beiden ausgerechnet an der Tabellenspitze. Auch Union Berlin sehr gut gestartet mit 9 Punkten. Auch St. Pauli und Düsseldorf noch ohne Niederlage. Es wird nicht einfacher für uns. Und Della Fiore ist damit auf Platz 2 in der Torschützenliste. Immerhin etwas. Gemeinsam mit Fran von Red Bull Leipzig. Übrigens, wo ich jetzt aus Versehen auf den deutschen Pokal gegangen bin. In der ersten Runde des DFB-Pokals mussten wir gar nicht ran. Die erste Runde wurde bereits gespielt. Das können wir uns auch gleich nochmal eben anschauen. Denn der Part hat, glaube ich, schon wieder etwas Überlänge. Weiß gar nicht warum. Ich habe mir noch gar nicht so viel Zeit gelassen. Torvorlagen, noch nicht so viel passiert. Behrens da noch mit 2 Vorlagen im oberen Drittel zu finden. So, Begegnung. Und dann könnten wir hier auf DFB-Pokal. Genau. Das war die erste Runde. Glücklicherweise mussten wir als Darmstadt nicht dort antreten. Aber wir gucken mal, gegen wen wir in der zweiten Runde spielen, und zwar tun wir das gegen den ersten FC Nürnberg zu Hause. Also ein Zweitligist. Und der DFB-Pokal ist ja wirklich sehr lukrativ. Mit ein paar Siegen könnten wir sogar theoretisch in der nächsten Saison europäisch spielen. Nicht, dass das mein Ziel wäre, aber nur so nebenbei. Nürnberg als erste Station ist durchaus im Bereich des Möglichen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich weiß, wir haben zwar noch kein Spiel in der zweiten Liga gewonnen und da möchte ich gegen Nürnberg mir schon Chancen einräumen. Passt nicht so ganz zusammen, aber dennoch denke ich, wenn wir vielleicht noch ein bisschen besser in Form kommen, diese unnötigen Gegentore vielleicht verhindern und dass meine beiden lieben Herr Torhüter vielleicht auch mal den einen oder anderen Ball halten, dann könnte es eventuell noch was werden. So, wir spielen wieder am Montag als nächstes. Spieltag Nummer 5 gegen den VfR Aalen. Guck mal kurz auf die bisherigen Begegnungen. Audi hat auch wieder getroffen.
für den FSV Frankfurt. Gucken wir auf die bisherigen Ergebnisse. So, 26. Da fängt's an. Heidenheim, Ingolstadt 1:1. Erzgebirge Aue gewinnt 3:0 bei 60 München. Überraschend. Leipzig unterliegt den SV Sandhausen, ebenfalls überraschend, 1:2. Düsseldorf-Nürnberg 1:1. Fürth gewinnt 2:1 beim KSC. Braunschweig unterliegt FSV Frankfurt mit 0:2. St. Pauli und Union Berlin, zwei Geheimfavoriten für den Aufstieg, trennen sich 1:1. Heute spielen noch, beziehungsweise morgen im nächsten Part, spielen der VfR Bochum gegen Kaiserslautern und der VfR Aalen gegen die Lilien vom SV Darmstadt. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Und wir sehen, wir sind auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Eigentlich müsste Heidenheim doch letzter sein, oder? Wir haben zwar die identische Tordifferenz, aber Heidenheim hat halt ein Spiel mehr. Naja, halb so wild. Genauso wie der VfL Bochum übrigens, gegen die wir ja gerade 2:2 unentschieden gespielt haben. Wir haben noch eine E-Mail, habe ich schon fast vermutet, von unserem Chef-Scout Herrn Blum. Aber das schaue ich mir irgendwann alles mal off-air an, da das Transferfenster sowieso zu ist und wir sowieso aufgrund des Budgets keine Transfers tätigen können, ist das alles Mumpwitz, sich das etwas genauer anzuschauen. Was sich lohnt anzuschauen ist, oder wird das nächste Spiel hoffentlich sein, am 5. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga beim VfR Aalen sind wir zu Gast und ob wir diesmal vielleicht endlich unseren ersten Dreier einfahren werden. Wirklich sorry, dass es heute oder allgemein noch nicht so ganz gut gelaufen ist. Wobei, ich muss wieder sagen, spielerisch sieht das gar nicht so schlecht aus, bloß punktemäßig müssen wir uns dann noch um 300% am besten steigern. Ob uns das gelingt, das erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 15 Karrieremodus 2. Bundesliga Spieltag 5. VfR Aalen empfängt den SV Darmstadt.